Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Hinter mir steht ein Schätzelein, was es, glaube ich, richtig in sich haben wird. Und zwar haben wir heute hier den Kalista-Adventskalender. Der hört sich erstmal gar nicht so spektakulär an, aber Leute, wait for it. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist ein französischer Adventskalender, den Nicole irgendwie gefunden hat oder ich oder irgendwie wir zusammen oder irgendeine Followerin. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall kam der uns irgendwie vor die Nase und wir mussten ihn bestellen. Leute, ich setze euch den Link dazu in die Infobox. Der kostet normalerweise 69,90 Euro und man zahlt auch nur 6,90 Euro Versand. Das geht super zackig und hier soll ein Warenwert von 300 Euro drin sein. Für eine zweite Meinung gerne bei Nicole vorbeischauen und ja. Ich bin sehr gespannt drauf, ne? Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ich würde mich mega drüber freuen. Es ist ein wunderschöner Adventskalender. Also ich habe den online gesehen und ich habe ihn mir nicht so schön vorgestellt. Da sollen 24 Schätze drin sein. Online stand auch, was da drin ist. Also es war abgebildet. Leider von innen relativ schlicht unterwegs. Das haben wir irgendwie öfter dieses Jahr, ne? Und jetzt würde ich sagen, wir schauen mal rein. Ich habe hier am 1. Dezember ein relativ entspanntes Produkt von NYX drin enthalten, das Will Prodigious Door Oral, Floral, Oral vor allem. Hier ist der Amorelie Adventskalender, sorry. Das ist das Trockenöl für Körper, Haare und für fürs Gesicht, wenn man möchte. Hier sind 10 Milliliter drin enthalten und ja, das ist ein Klassiker, ne? Also ich persönlich finde es für die Haare ein bisschen zu ölig, dafür habe ich es mal ausprobiert, es funktioniert bei mir nicht, aber vielleicht für den Körper eine schöne Sache, kann man machen, wenn man möchte und die ganze Weihnachtszeit ist ja auch ein bisschen sparkly unterwegs. Am 2. Dezember nimmt der Adventskalender schon ein bisschen mehr Fahrt auf. Da haben wir von Lancôme das Genifique Light Pearl. Das ist das Youth Activating Eye and Lash Concentrate mit 5 Millilitern. Das soll wohl irgendwelche pflegenden Inhaltsstoffe mit dabei haben, dass dann ja auch die Wimpern gepflegt werden. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach durch, keine Ahnung, Öle funktioniert, Rizinusöl oder so. Das hatte ich auch schon mal in einem anderen Adventskalender vor ein, zwei Jahren drin enthalten. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, finde es aber super interessant, denn ich mag es gerne, meine Wimpern zu pflegen. Ich verwende ja auch ein Wimpernwachstumsserum, aktuell das von Revitalash. Da könnt ihr, glaube ich, mit Claudi 15 auch noch drauf sparen. Ich setze euch mal einen Link dazu in die Infobox. Und ansonsten auch gerne das Grande Lash. Das kaufe ich mir gerne bei Look Fantastic, wo ihr mit Claudi Welt immer sparen könnt. Auch da setze ich euch mal was in die Infobox, ne? Aber das hier wird dann sehr wahrscheinlich nicht mit Hormonen sein, sondern mit Ölen arbeiten. Denn das ist dann meistens dafür da, dass quasi die Haare, die Wimpern gepflegt werden und vor Haarbruch geschützt wird, ne? Deswegen. Und ja, genau. Das finde ich schön. Und das Youth Activating Concentrate, das normale, habe ich aktuell auch in Anwendung. Das ist wie so eine Art sehr gutes Vitamin C Serum, würde ich mal so sagen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Der Adventskalender startet relativ entspannt noch, Leute. Seid gespannt, es geht gleich weiter. Von Yves Saint Laurent haben wir hier nämlich den Waterproof Eye Pencil drin enthalten. Das ist ein Klassiker, 0,8 Gramm sind hier drin. Also in Beauty Adventskalender einen schwarzen Kajal reinzupacken, ist total normal, sage ich jetzt einfach mal, ne? Und ja, da haben wir einfach einen schwarzen Kajal. Hier haben wir die Nummer 4. Da haben wir Dr. Renaud Paris. Das ist ein Carrot Radiance Care Produkt. Ein Detox Peeling soll das sein mit 20 Millilitern. Hier weiß ich nicht. Ja, hier steht, dass man das fürs Gesicht verwenden soll. Hier weiß ich nicht, ob ich das wirklich für mein Gesicht verwenden würde. Eher weniger. Ich persönlich bin ein Fan von Enzympeelings oder chemischen Peelings, weil ich halt so eine sensible Haut habe. Hier ein Video zu Peelings, falls euch das interessiert. Da kommt jetzt ja auch bald so diese Umschwungphase, wo ich dann nochmal wahrscheinlich auch was Separates zu drehen werde. Aber ja, also für mich sind mechanische Peelings leider nicht ganz so gut geeignet, eben aufgrund meines Hauttyps. Aber ne, ist eine schöne Sache. Wenn es hier mit drin ist, kann man das gerne verwenden. Und wenn man nicht gerne mechanische Peelings verwendet, kann man das auch zweckentfremden für den Körper zum Beispiel. Am 5. Dezember kommt hier der Kevin Murphy um die Ecke mit 40 Millilitern Hydrate Me Wash. Das dürfte ein Shampoo sein mit Kakadu Plum. Keine Ahnung, ist es wirklich eine Kakadu-Pflaume? Ich weiß es nicht. Das soll entsprechend Feuchtigkeit spenden und ja, color safe sein, was jetzt für mich jetzt nicht so relevant ist, um ehrlich zu sein, weil ich ja ungefärbte Haare habe. Das ist meine natürliche Haarfarbe. Noch muss ich nicht färben.
Am 6. Dezember geht die Reise weiter mit Boss Alive. Da haben wir die parfümierte Hand- und Bodylotion mit 75 Millilitern drin. Die haben wir auch öfters mal so in Parfümerien-Adventskalendern. Ne? Und ich glaube auch, dass Calista quasi so eine Art Parfümerie ist, was ich da halt auch online gesehen habe. Und ja, sowas kann man immer gut gebrauchen. Vor allem, wenn man jetzt nicht so super krass trockene Hände hat, sondern eher so eine leichte Sache haben möchte, ist man damit ganz gut beraten. Für mich ein okayer Nikolaus, aber so abschließend zu sagen. So, ne? Okay, am 7. Dezember haben wir was von Mercy Handy drin. Ich dachte, die Marke wäre irgendwie, ne, hab die lange nicht mehr gesehen. Ich dachte schon, was ist los mit denen? Hand Sanitizer Gel, ja, Cherry habe ich hier drin mit 30 Millilitern. Mit dem Duft kriegen sie mich natürlich wieder, ne? Ich mag sowas aber wirklich gar nicht in Adventskalendern oder in Boxen oder so drin haben. Nö, bin ich nicht so Fan von, bin ich ehrlich. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, weil zum Beispiel mein wundervoller Mr. Wow Sammy da Geburtstag hat. Und jetzt nimmt der Adventskalender Fahrt auf. Hier habe ich von Victor und Rolf das Flower Bomb Eau de Parfum mit 7 Millilitern drin. Ja, es geht los. Wir haben hier nämlich ganz viele tolle Düfte drin enthalten. In verschiedenen Größen, um ehrlich zu sein. Und ja, das ist einfach eine kleine Miniatur, worüber sich sicherlich Nicole mega freuen wird. Ne? Das ist ein sehr schöner Duft. Und ja, hier als Miniatur im Adventskalender drin. Ich sammle die Miniaturen ja, weil ich dann so Richtung Ende des Jahres auch immer die ein oder andere Verlosung darüber mache und vor allem auch so einen selbst erstellten Parfüm-Miniaturen-Adventskalender verlose. Ne? Was ist los, junger Mann? Willst du dich wieder in deine Ecke legen? Nein? Nein? Ja? Das ist echt komisch verteilt, denn in der Nummer 9 dürfen wir uns über die nächste Miniatur freuen. Das ist das La Vie est Belle von Lancôme, Eau de Parfum mit 4 Millilitern. Auch das ist eher so ein Klassiker, ne? Nee, was heißt auch? Das ist eher schon ein Klassiker, was man vielleicht schon kennt. Ich habe das ja auch durch den Lancôme Adventskalender in der Originalgröße nochmal da. Und ja, so schaut das auf jeden Fall aus. Und es ist ein sehr schöner, sehr gefälliger Duft, den ich persönlich sehr gerne mag. Also beide Düfte sind auch, glaube ich, eher so Richtung blumig unterwegs. In der Nummer 10 darf es mit Haarpflege weitergehen. Da habe ich übrigens auch den Hagel Shop Adventskalender bestellt. Bin gespannt, wann der so ankommt. Von Kérastase Chronologiste Masque Intense Regenérant. Das ist eine, ja, eine Haarmaske, ne, zum Auswaschen und das ist eine Youth Revitalizing Haarmaske. Ja, ich bin mal gespannt. 75 Milliliter sind hier drin und ich finde, Kérastase ist eine sehr, sehr schöne Marke. Jedenfalls für meine Haare mag ich die sehr, sehr gerne und deswegen freue ich mich da sehr drüber, ne. Das ist ein cooles Produkt. Vor allem, man darf auch wirklich nicht diesen Preis außer Acht lassen für den Adventskalender. Das ist wirklich jetzt bislang gar nicht so schlecht, Herr Specht, oder? Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält einen Primer von Clarins. Und zwar ist es der SOS Primer und der soll die Strahlkraft der Haut boosten, also quasi hervorbringen mit Edelweißextrakt. 10 Milliliter sind hier drin enthalten und ich meine, dass ich den sogar schon mal leer gemacht habe. Ich hatte den mal, meine ich, in einer kleinen Größe drin. Ist in der Farbe White, steht hier auch drauf, also dann auch in dem Sinne, ja, den habe ich schon mal leer gemacht. Multi-Use, ne? Schaut so aus, finde ich sehr schön. Und zur Halbzeit hüpft uns die nächste Miniatur über die Füße. Das habe ich auch in Originalgröße da. Das ist das My Way Eau de Parfum von Giorgio Armani mit 7 Millilitern. Richtig toll. Also das ist ein richtig, richtig, richtig toller, gefälliger Duft. Ich glaube darüber, also das ist halt auch so ein Duft, das ist nicht so ein sportlicher Duft. Der ist halt ein sehr freundlicher Duft. Ich glaube, so hatte ich das mal beschrieben, als ich den auch gesprüht hatte. Und da haben wir nämlich blumige Komponenten mit dabei. Und es ist halt aber nicht so überwältigend blumig, aber trotzdem super angenehm. Das ist halt, wenn du den Raum betrittst und du hast den Duft drauf, dann wirst du halt wahrgenommen, aber nicht so Kabam-mäßig, sondern oh, guck mal, die ist ja auch da, wie schön, ne, so. Also das ist halt so, wie was ich mit diesem Duft assoziiere und deswegen mag ich den, also auch, weil ich den gerne riechen mag, ne. Ich habe jetzt die erste Halbzeit ausgepackt, wir haben schon 3 Duftminiaturen hier drin, ansonsten halt auch wirklich schöne Marken, auch relativ bekannte Marken, finde ich, und es ist abwechslungsreich. Also wir haben hier schon eine richtig gute erste Halbzeit. Und auch in der zweiten Halbzeit geht es schön weiter. Hier haben wir von Biotherm das Live Plankton Elixier. Das ist ein Serum mit Hyaluronsäure, Vitamin C. 7 Milliliter sind hier drin. Ich persönlich hatte das auch schon mal, als es relativ neu auf den Markt gekommen ist, also zum Testen zugeschickt bekommen. Das waren noch so Sachets in so einem Produkttester-Gedönsen, ne? Ich mochte das nicht so gerne bei mir. Also ich habe es, ne, nicht so gut vertragen. Ich mochte den Duft nicht so gerne. Ich mochte schon ganz gerne, wie die Haut sich danach angefühlt hat.
Und ich finde es auch schön, dass wir das hier in so einer kleinen Fiole drin haben, ne? Aber mein Produkt ist es so halt nicht. Und auch am 14. Dezember werden viele Leute lächeln. Da habe ich das Chloé Eau de Parfum drin mit 5 Millilitern. Auch diesen Duft habe ich tatsächlich in Originalgröße da, weil ich den zum Geburtstag von meiner Schwiegermama in Spee geschenkt bekommen habe. Und der ist speziell und gleichzeitig bekannt, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Ich finde ihn relativ schwer. Ich muss immer tagesformabhängig gucken, ob ich den tragen kann. Ich glaube jetzt aktuell, mit sowieso ne, ein bisschen erkältet, könnte ich den nicht so gut tragen. Da würde ich Kopfschmerzen davon kriegen. Aber wenn ich den jetzt auch so leicht kombiniere, zum Beispiel mit dem Burberry Goddess oder mit irgendeinem anderen sanften Parfum, Kajali Pistachio zum Beispiel, Jan Pistachio. Ich glaube, das würde ganz gut so funktionieren, ne? Ist aber, glaube ich, echt nicht jedermanns Sache, weil er doch relativ schwer ist. Zum 15. Dezember haben wir hier drin ein, was ist das noch, ein Shampoo? Doch, ich glaube, wenn du das halt am 5. Dezember geöffnet hast, hast du es bis dahin schon wieder leer. Das ist von Chlorane, das Quinoa und Edelweiß, nee, Quinquina, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein Shampoo, das die Haare ja, stärken soll. Genau. Und da sind 100 Milliliter drin. Das ist schon eine ordentliche Größe, ne? Und ich habe jetzt Chlorane öfters mal auch in Adventskalendern drin gehabt. Um das Produkt aus dem 16. Dezember rauszubekommen, musste ich jetzt leider ein bisschen den Adventskalender zerstören. Ja, mein Fokus, der kommt nicht so drauf klar. Wenn ich diesen Adventskalender hier stehen habe, will er irgendwie noch nicht so ganz. Von Eborian habe ich die Centella Creme. Mega nice. Das sind 20 Milliliter drin. Das ist eine Feuchtigkeitscreme, die die Haut beruhigen soll. Und das ist eine ganz, ganz angenehme Marke. Ich mag Eborian echt gerne und finde es schön, dass wir die mit drin haben. Das ist gut. Eine Woche vor Heiligabend haben wir so ein kleines Marmeladengläschen drin, aber da ist keine Marmelade drin, sondern ein Körperpeeling. Blanc Crème Paris Gommage Corps au Miel. Und das ist aber doch mit Honig, wie süß ist das? Ein Body Scrub mit Honig, 40 Milliliter sind hier drin. Das ist eine Marke, die ich, meine ich, auch schon mal in der Blessing-Box drin hatte. Und das sieht sehr, sehr charmant aus, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier, doch, wir haben hier ein Zuckerpeeling. Also hier unten sehe ich auf jeden Fall nicht ganz so grobe Zuckerkristalle. Ich muss gucken, wie sich das so auf dem Körper verhält. Und wie geil ist eigentlich so, ich weiß nicht, ob da wirklich Honig drin ist, ne? Aber Honigduft oder Vanilleduft finde ich jetzt so in der Weihnachtszeit super, super angenehm. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich einen Duft drin. Und zwar ist das Flower by Kenzo L'Absolu. Und da sind 4 Milliliter drin enthalten von dem Eau de Parfum. Das schaut einmal so aus. Und hier weiß ich gar nicht. Ist das nicht sogar ein Sprüher? Nee, leider nicht. Auch den werde ich weitergeben, ne? Weil ich mag das halt nicht gerne, mir den jetzt irgendwie umfüllen zu müssen oder so. Sieht sehr, sehr, sehr ansprechend aus. Da sehen wir auch die Blume und mit dem, das sieht so edel aus. Also wenn man halt Parfümminiaturen-Sammler ist, hat man, glaube ich, diesen Duft in dieser Art und Weise noch nicht so wirklich bei sich zu Hause stehen. Das ist schon cool, ne? Aber es sind halt eher blumige Düfte in diesem Adventskalender drin. Das darf man nicht vergessen. Am 19. Dezember geht die Weihnachtswoche munter weiter. Und hier haben wir Lolita Lempicka. Lempicka? Kann das sein? Lolita Lempicka, eine Moisturizing Nourishing and Perfume Body Lotion. Ah, 75 Milliliter sind hier drin enthalten. Das soll dann auch feuchtigkeitsspendend sein. Mir sagt die Marke wirklich gar nichts. Aber das ist halt das Spektakuläre bei diesen französischen Sachen. Manche Sachen kennen wir hier einfach nicht. Das riecht nach Brause. Nach Ahoi-Brause riecht das. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Am 20. Dezember habe ich was von Aveda drin enthalten. Nutri Plenish Conditioner. Ja, das passt natürlich auch sehr gut, weil wir hatten ja auch schon Shampoo drin enthalten. Light Moisture und 50 Milliliter sollen hier drin sein. Also, dass wir quasi auch eine leichte Feuchtigkeitsspendung für die Haare haben, was ich persönlich immer gerne mag. In der Reihenfolge habe ich übrigens von diversen Hairfluencern gelernt, dass man erst ein Shampoo verwendet, dann verwendet man eine Haarmaske oder Haarkur und dann zum Abschluss tatsächlich ein Conditioner. Interessant, oder? Das finde ich süß. Okay, ja, hier haben wir am 21. Dezember von Calista selber ein Make-up-Ei drin enthalten, was sich dann nochmal in einem Ei befindet. Und das Ganze sieht aus wie ein Tannenbaum-Anhänger, also quasi wie so Tannenbaumschmuck. Ist das nicht? Also finde ich schon knuffig gemacht, ne? Ja, hier unten sind auch Herzchen, dass man quasi den Schwamm hier auch so ein bisschen feucht reinmachen könnte. Das ist ein schönes Reisecase, ein schönes Travel-Case. Und der Schwamm fühlt sich richtig angenehm weich an. Ist auch jetzt nicht irgendwie super grobporig, sodass man da jetzt irgendwie Angst haben müsste, dass man sich die Textur vom Schwamm aufs Gesicht so drauf macht, ne? Das ist schön gemacht. Das ist wirklich schön gemacht.
Vor allem, wenn Kalista ja auch selber so einen schönen Adventskalender rausbringt, ist es ziemlich smart, auch hier wieder von denen ein eigenes Produkt in dieser Art und Weise hier mit reinzubringen. Das ist schon liebevoll, ne? Zur zweiten und letzten Schnapszahl am 22. Dezember bekommen wir von Davin etwas. Und zwar ist das die Oi All-in-One Milk mit 50 Millilitern. Das hatte ich dieses Jahr schon mal bei einem anderen Adventskalender. Das ist nämlich ein Beauty-Treatment, aber Achtung für die Haare, denn Davin ist eine Haarpflegemarke, ne? Und genau, das ist so eine Art Leave-In, dass man da halt nochmal für die Haare eine schöne Pflege bekommt. Und ja, finde ich nett. Am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, haben wir etwas drin enthalten, was ich auch richtig cool finde. Und zwar ist es von Givenchy in der Farbe Sheer Velvet, ein Blurring Matte Vibrant Color Lippenstift in der Farbe Sheer Velvet 37. Das ist jetzt keine Riesengröße mit 1,5 Gramm. Das ist wahrscheinlich auch eher so eine Travis-Size, Kennenlerngröße, wie auch immer. Oh mein Gott, das ist einfach in allererster Linie wunderschön, weil das ist flauschig von außen. Oh Gott, das fühlt sich so schön an. Sowas kann man einen Tag vor Heiligabend sehr gut gebrauchen. So ein richtig schönes Flauschi. Genau, und dann kann man das halt auspacken und hat hier einen wunderschönen weihnachtsroten Lippenstift drin, der so ziemlich auch dem entsprechen könnte, was ich drauf habe. Da habe ich jetzt übrigens aktuell auch aus irgendeinem Adventskalender von Yves Saint Laurent oder aus so einem Set von denen, ne, eine Farbe, die sich nennt RM62X300. Gesundheit. Und am 24. Dezember, haltet euch fest, haben wir einfach mal eine Originalgröße von dem Narciso Rodriguez drin. Ist das nicht mal der Hammer? Da haben wir das Eau de Toilette Fauxheur mit 30 Millilitern drin enthalten. Das Ding ist, dass ich persönlich diesen Duft für mich nicht so gerne mag. Also ich müsste den oder einen ähnlichen davon auch noch da haben. Ist mir auch manchmal genauso wie der Chloé manchmal einfach zu sehr kopfschmerzlastig. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Es ist aber trotzdem ein schöner Duft. Narciso Rodriguez steht ja auch wirklich eher so für diese blumig-pudrigen Düfte, die so anbieten. Ich werde den auf jeden Fall dieses Jahr weiter verschenken und da jemanden wahrscheinlich auch sehr, sehr glücklich mitmachen. Aber dass sie diesen Duft einfach mal in die 24 bei einem 69,90 Euro Adventskalender reinpacken, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich glaube wirklich, ich habe bei diesem Adventskalender auch jetzt nicht am Anfang übertrieben oder euch zu viel versprochen. Es ist einfach krass, was wir hier in diesem Adventskalender finden dürfen, oder? Also, das ist ein Parfümerie-Adventskalender at its best. Genauso wünscht man sich den doch als Konsument. Du hast hier krasse Marken drin, du hast hier Parfümminiaturen drin enthalten, aber auch einen großen Originalduft mit drin. Du hast hier Gesichtspflege, ein Hauch Make-up hast du mit dabei, du hast Körperpflege, aber nicht irgendwie, dass die jeweiligen Kategorien jetzt übertrieben bedient worden wären, sondern dieser Adventskalender fühlt sich für mich persönlich kundenorientiert an. Und auch wenn wir hier von innen nicht das schönste Design haben und die Kläppchen auch teilweise zerrissen sind, weil ich die Produkte nicht so gut rausbekommen habe, es ist trotzdem ein schöner Adventskalender. Und auch von außen, ne, notfalls klappt man den halt jeden Tag zusammen und hat dann halt immer dieses hier da stehen, was ich so schön finde. Also das ist wirklich das Design, was ich auch so mega... Das erinnert mich ein bisschen an Flower Nose, ist das, glaube ich, oder Florace, das weiß ich gerade gar nicht. Flower Nose ist das, ne? Genau, was man da auch bei Yesdai bekommt. Und das finde ich so hübsch. Und dann hast du halt nicht nur ein hübsches Design, sondern du hast auch einen richtig guten Inhalt. Wow. Also ich glaube auch, die liebe Nicole wird aus dem Schwärmen nicht rauskommen, denn die ist auch, glaube ich, genau für diesen Adventskalender prädestiniert. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung zum Adventskalender in die Kommentare. Natürlich ist der auch in der Infobox verlinkt, wenn ihr Bock auf den Adventskalender habt. Rennt! Und ja, dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!